Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Und heute gucken wir uns die Hot Lap Challenge in Le Mans an. Mit dem Sauber C9, denn das scheint das schnellste Fahrzeug zu sein. Und bevor ich selbst Hand anlege, dachte ich mir, analysieren wir mal ein bisschen die Runde vom aktuell schnellsten Piloten dieser Challenge. Eine 319.056 ist er gefahren. Ein, ich glaube, französischer Fahrer namens Busi. Ist auf jeden Fall ein lustiger Name. Wir gehen mal hier in die Renninformationen, lassen uns alles anzeigen. Und ich bin mal gespannt, wie er dieses Auto hier fährt. Also wir haben einen Turbomotor. Heißt, vielleicht wird es Shortshiften wieder ein Thema sein. Er bleibt hier im vierten. Geht hier in den ersten. Da ein bisschen cutten. Ah, da ist... Okay. Für die Linkskurve ist er dann schon wieder in den zweiten geshortshiftet. Für die Rechtskurve schon in den dritten. Hier kann man auch ein bisschen extenden beim Exit. Er dreht die Gänge voll aus. Zwei Gänge runter, einer wieder hoch. So. Ui, eng. Im dritten geblieben, Shortshift in den vierten für Tetre Rouge. Ja, da darf man natürlich auch wieder nicht zu viel cutten. Boah, er dreht die Gänge sehr, sehr weit aus. Ist er bis 314 gerade hoch? Sogar fast 315, so, ja, war 315, glaube ich. Boah. Die Runde ist auch relativ schnell gefahren hier. 13 Kilometer hat die Strecke etwa, also jetzt wäre ich so 25 Brunnen hier gefahren etwa. Oh, da darf man rechts ein bisschen cutten, links ein bisschen cutten. Wow, okay, also merke, du musst mit zwei Reifen auf dem Curb sein. Der Rest geht irgendwie klar. Ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht zu laut, das Spiel. Ich habe es mal ein Dezibel letztens lauter gemacht. Damit es passt. Damit man ja auch ein bisschen die Fahrzeuge hört. Schön. Kurz vorm 100-Meter-Schild, glaube ich. Warte mal, ist er hier in den zweiten und dann wieder in den dritten? Erstmal können wir die Schilder uns angucken. 300, 200, tatsächlich so bei 150 etwa. Zweiter. Und recht früh wieder der dritte. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. Erster Gang, Shortshift in den zweiten. Ja, man muss das Gaspedal ein bisschen dosieren, trotz allem. Alright. So, dann gehen wir hier in Indy rein. Le Mans ist halt recht viel geradeaus fahren. Kann man zumindest in der Hotlap skippen. Ich möchte mal kurz auf die Gänge achten. Ich finde eine Sache auch schön. Das mache ich nicht in Indy. Aber es ist gut, wie er es macht. Er fährt rechts an den einen kleinen Curb, nachdem er diesen Rechtsknick genommen hat. Ich glaube, da gehe ich nicht mehr so weit nach außen. Achtet mal hier auf den rechten Curb jetzt. Da fährt er drauf. So, zweiter. Shortshift in den dritten. So, hier in den ersten, Shortshift in den zweiten. Ja, sieht bis jetzt sehr, sehr rund aus, die Runde. Also, wir hatten schon die ein oder andere Runde, wo Leute irgendwie in Drifts kamen oder sonst was. Das sieht wirklich einfach nur nach einer sehr sauberen Runde aus. Okay, erst alles im vierten gefahren und dann alles im dritten. Bis 248 hoch. Bleibt er hier im vierten? So. Rechts kann man ein bisschen cutten. Jetzt wieder. Boah, okay, 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 okay. Also, er nimmt sehr, sehr viel Körb mit. Also, interessant. Man muss hier eine 3,25 Zeit unterbieten. Ich bin mir sicher, es wird auch noch ein bisschen schneller gehen, also ich werde mich jetzt nicht 100% darauf verlassen, dass wenn ich die aktuelle 3% Zeit erreiche, 3.25.0, dass ich da 100% sicher bin. Boah, sagen wir mal eine 3.24 Low ist jetzt gerade vielleicht das Ziel. Ich finde eine Sache halt immer ein bisschen schade, nämlich dass die besten Listen immer so eintönig aussehen.
Also sauber. Da wird jetzt irgendwo, genau, 1787B sein. Dann hat man wieder den sauber Mercedes C9. Dann da wieder 12787B immer wieder so eingestreut. Aber ansonsten findest du innerhalb der Top 100, ey, nur einmal ein anderes Fahrzeug, nämlich den Nissan. Aber dass immerhin zwei Fahrzeuge konkurrenzfähig sind, ist ja ein Fortschritt zu dem, was man in Gran Turismo 7 immer wieder hat, weil häufig ist es ja so, dass ein Auto dominiert. Und das war's. So. Boah, das Schalten dauert auch übelst lang bei dem. Ich kann verstehen, warum er hier jetzt im vierten bleibt. Boah, da kam ich deep rein. Okay, das kann ich direkt neu starten. Ich muss früher bremsen. Merke, Bremskraft nicht ganz so gut wie erwartet. Jetzt bin ich hier zuletzt gefahren. Den CLKLM. Gut. Nicht ganz so schnell wie der Sauber C9, ne? Also, ich kann auch verstehen, warum man den Short Shift halt macht, weil dann sparst du dir die Schaltzeit hier. Ich kann auch verstehen, warum man die Gänge lange ausfährt. Weil dann hast du bei, sagen wir, 250 das Schalten statt bei 240. Und dann fährst du die 2-3 Zehntel, die das dauert. ...10 km/h schneller. Ich hätte vorher, glaube ich, in den dritten gehen müssen. Alter, der hat aber auch... Also, man merkt bei dem einfach enorm, wie der Turbo reinkickt. Das ist ja mal der Wahnsinn. Was man meiner Meinung nach auch immer ein bisschen unterschätzt, ist, wie anspruchsvoll trotzdem so eine Strecke wie Le Mans sein kann. Ich meine, klar, wenn du so viele Geraden hast und so wenig Kurven, dann sind es tendenziell ja wenige Kurven, die du lernen musst, wenige Kurven, oh mein Gott, in denen du Fehler machen kannst. Aber zum Beispiel das hier würde auf einer normalen Rennstrecke nicht ganz so sehr wehtun wie hier. Weil auf einer normalen Rennstrecke kommt die nächste Kurve recht früh. Hier dauert es Ewigkeiten, bis wir in der nächsten Kurve sind. Und das kostet halt nochmal enorm viel Zeit. Also die Häufigkeit der Fehler ist zwar nicht so gegeben, aber wenn du einen Fehler machst, dann sind sie halt schmerzhaft. Das war furchtbar. Ich wusste, wie man es macht und habe es nicht so gemacht. Ich würde da fast schon im dritten raus beschleunigen wollen. Es wäre cool, wenn ich jetzt schon eine 25er Zeit hätte. Das würde ein bisschen Druck rausnehmen. Ich bin happy, dass ich nicht so weit weg bin. Es gibt auf jeden Fall Passagen, bei denen ich jetzt schon weiß, dass ich Zeit verloren habe und wie ich sie raushole.
Oh, eigentlich sollte ich ja da eher im dritten bleiben. Also eine etwas bessere Durchfahrt durch Tetre Rouge summiert sich dann halt auf zu über 4/10 Sekunden. Boah. Let's go. So, hier in den dritten gegangen, recht früh. Ah, bringt direkt beim Exit wieder ein bisschen was. 6/10 Sekunden jetzt schon. 3 Sekunden brauche ich etwa. Ach, ihr seht sogar die Rekordzeit über meinem Kopf. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also 6/10 etwa. Boah, und da sieht man es halt einfach. Und es ist jetzt fast noch eine 100stel pro Zeitenmessung. Ja, jetzt sind es noch ein paar 1000stel. Fragt mich nicht warum, aber hey. Jetzt verliere ich sogar noch Zeit. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen zu früh hochgeschaltet habe. Keine Ahnung. Ich bin da mit dem Exit noch nicht so happy. Dass der da so kurz nervös wird beim Exit. Zumindest was die Geräuschkulisse angeht, verwirrt mich halt hart. So. Oh! 2 Sekunden, 1,9, 1,8. Na, es wird eine 26 Low, aber... hohe 25er sogar. Nice. So, im vierten bleiben. Boah. Gruselig. Nein. Furchtbarer Turnen. Nein! Gerade so in den Grenzen geblieben bei Tetre Rouge. Egal, 2/10 immer noch. Let's go. Vierzehntel. 5/10, sehr schön. Da war jetzt die Durchfahrt durch die Schikane besser. Boah, über 6/10. Ich habe da direkt eine 100stel gewonnen. Ich glaube, das ist, weil ich ein bisschen später geschaltet habe. Also die 100stel kam, glaube ich, daher jetzt. Furchtbar durch die Schikane gekommen. Oh, trotzdem... Scheinbar war die Durchfahrt durch die Schikane in der letzten Runde nicht viel besser. Wenn ich jetzt die Haarnadel besser hinbekomme, dann haben wir eine 24er Zeit sicher. Boah. Oh, nicht gut. Neustart. Aber ich muss sagen, man kommt relativ flott rein, ne? Also es geht sogar voll.
Ich habe am Ende ein bisschen Angst, immer so viel vom Wurstkorb mitzunehmen. Ja, ganz ehrlich, es fühlt sich auch einfach immer falsch an. Nein, 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 nein. Ja, ich bin aufs Wetterradar jetzt gekommen. Ja, das ist halt immer so strange, ne? Na, passt schon. Auf eine Hundertstel soll es ja auch nicht ankommen. Ja, kann man den Tetris schon mal ein bisschen mehr cutten? Kannst du so übel früh aufs Gas stempeln. Let's go. Also, wir sind glaube ich jetzt gerade tatsächlich gut 7/10 oder so schneller. Also locker. Also, keine Ahnung, was ich vorhin für eine Zwischenzeit hatte. Jetzt hatte ich eine 32.409. Aber ich würde jetzt locker schätzen, eine bis anderthalb Sekunden bin ich jetzt gerade schneller. Das meinte ich übrigens mit Hanadel vernünftig hinbekommen. Also nicht den Exit gut hinbekommen. Das hatte ich schon mal geschafft. Sondern vor allem die Kurve ein bisschen weiter außen auch anzufahren. Ich habe mich da immer sehr, sehr weit innen gehalten. Nein. Warum? Warum hatte ich da so einen Untersteuern? Ich glaube, jetzt bin ich deutlich schneller. Bin wieder auch aus Arnage rausgekommen. Locker 2 Sekunden oder so schneller. Sehr gut. Nein. Nein. Mhm. 24.3. Komm, wir probieren noch einen Run. Ich habe am Ende noch so viele Fehler gemacht. Let's go. Oh mein Gott. Ja, die Durchfahrt durch Tetris Rouge war gerade natürlich Zucker. Das war jetzt nicht so gut. Also ich behaupte, man kann auch viel, viel mehr Zeit rausholen, als ich... Also, auch mit Captain Obvious ist wieder am Werk. Nee, also ich könnte jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Zeit rausholen. Wenn ich alle Kurven
mit der jeweils besten Durchfahrt immer nehme von mir. Wären da locker so 2 Sekunden oder so jetzt schon drin, glaube ich. Komm, seien wir mal ein bisschen konservativ, eine Sekunde. Ich glaube, allein in der letzten Kurve, Kurvenkombination, habe ich 3/4 Zehntel versägt. Oh mein Gott. Ah, nicht. Das war nicht gut. Ich will mich noch einmal verbessern. Das ist tatsächlich gerade auch ein Wunsch hier, das zu machen. Das ist jetzt nicht, hey, letzter Versuch. Ich meine, wir sind eh erst 21 Minuten im Video drin. Was ist los, Leute? Ihr habt doch Bock auf Content, oder? Let's go. Auf geht's. Im ersten Sektor hätte ich eigentlich gerne ein bisschen Zeit rausgeholt, ist aber nicht schlimm. Wichtig, und das war der Fehler vorhin, glaube ich, auch in der Schikane, erst hochschalten, wenn ihr quasi im Mittelteil dieser Dreifachschikane angekommen seid, oder Doppelschikane. Also erst jetzt quasi, wenn man rechts am Scheitel dann dran ist gleich. Weil sonst habt ihr übelstes Untersteuern. Hier. Ich glaube, die Track Limits nutze ich auch noch nicht so aus, wie man sie ausnutzen könnte. Da geht auch noch einiges. Nein! Das ist wahrscheinlich einfach nur die fehlende Streckenkenntnis in Gran Turismo. Mit dieser Strecke. Beschleunige mal den zweiten raus. Mal gucken. Nee, der dritte ist hier schon deutlich besser. Ist egal. Unerheblich für meinen jetzigen Run. Die Rouge-Durchfahrt war fast so gut wie in der EB. Ja, ich hol dich noch, Kollege. Lach, solange du noch kannst. Warte mal, 1,35 bin ich? Nee, 1,32,5 bin ich da vorne, glaube ich, irgendwie gefahren, oder? 1,32,4. Bei einem der nächsten Checkpoints. So, die zweite Schikane hatte ich im PB-Run sehr gut erwischt. Die erste nicht so. Merkt man, ich hole hier gerade ordentlich wieder auf. Hab gerade die Lücke gut geschlossen. Oh nein. Oh, diesmal aber kein Untersteuern hier. Trotzdem Zeitverlust. Ja, 2 Zehntel etwa hinterher aktuell. Da dürfte die 402 was, glaube ich, sein. 1,32,402. So. Jetzt.
Jetzt habe ich halt ordentlichen Rückstand. Nicht gut. Für eine neue PB wird es schwierig jetzt noch. Oh, das ist ein Cut. Oh nein, hier hatte ich ja auch eine... Noch ein Versuch. Let's go. Jetzt noch ein guter Run, Dave, und wir sind bei unter 30 Minuten und alle sind happy, oder? Bin ich schlecht durch Tetre Rouge gekommen. Oh mein Gott. Egal. Nach der ersten Schikane könnten wir das Ding anführen. Also wenn ich nach der Haarnadelkurve ungefähr gleich auf bin mit der Runde, könnte ich die fehlenden 3,5 Zehntel für eine 23er Zeit holen. In der ersten Schikane gar nicht mal so viel Zeit aufgeholt, ärgerlich. Schade. Ja, aber direkt im Windschatten hier. Auch wenn es natürlich vom Ghost keinen Windschatten gibt, schade. Das wäre lustig. Ja, nur wenige Hundertstel hinterher. Nein! Och, Menno! Okay, dann halt knapp über 30 Minuten. Oh, okay. Let's go. Das war gut. Da war sogar Tetre Rouge okay. Okay. Gut vorgelegt, jetzt versaust nicht, Dave. Dürften jetzt ein paar Zehntel Vorsprung haben. Es könnte sogar ein 1,31er Bereich in der nächsten Sektion hier sein. Also wenn wir die nächste Sektorzeitenmessung haben. Fünfeinhalb Zehntel schneller. Wow. Wie gesagt, 1,31er. Okay, Fokus. Exit war nicht so gut, aber hey, passt schon.
schöner Exit. Durchfahrt durch Arnage war eher so amateurhaft. Bis jetzt sehr schlecht in den Porsche-Kurven. Ich habe die Porsche-Kurve komplett verhunzt. Oh mein Gott. Oh, ich wollte die 23er-Zeit haben. Nein! Nicht schlimm. 24.020. Nehmen wir mit. Aber man hat gesehen, da war einiges an Zeit noch drin und warum wird das immer nach Sitzungen unterteilt? Das ist übelst schade, weil ich hätte jetzt gerne gewusst, wie die anderen Sektoren so waren. Also in den Porsche-Kurven habe ich locker mal so eine halbe Sekunde oder so verloren. Ich war zwischenzeitlich ja 6 Zehntel schneller und am Ende war ich ja immer noch 3 Zehntel schneller, obwohl es in den Porsche-Kurven genullt war. Das heißt, die Annahme, die konservative Annahme, eine Sekunde schneller sein zu können. Warum kann ich hier nicht raus? Ah, die konservative Annahme, die ich hatte, dass ich noch mindestens eine Sekunde schneller kann, die ist auf jeden Fall wahr gewesen, weil ich hatte 6 Zehntel nach einer Minute 31 noch was, ihr wisst schon, nach diesem einen Sektor drin. Das ist übrigens die nächste Time Trial, die wir machen werden. Da hatte ich eine Minute 31, da hatte ich 6 Zehntel drin. Und am Ende war ich ja immer noch 3 Zehntel vorne und nach den Porsche-Kurven war ich ja sogar noch hinterher. Also da geht noch mehr als eine Sekunde sogar. Boah, also selbst für mich jetzt gerade. So, wir machen erstmal das 3-Sterne-Roulette-Ticket jetzt noch. Und an der Stelle, wenn euch diese Episode viel Spaß gebracht hat und wenn es euch vielleicht weitergeholfen hat. Ey, für einen Moment hatte ich echt die Hoffnung, dass das die halbe Mio jetzt wieder wird. Wenn es euch Spaß gemacht hat und wenn es euch weiterhelfen konnte, immerhin haben wir auch gemeinsam die Runde von Busi analysiert. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abonnement raushauen, beim nächsten Mal wieder einschalten und mindestens einen Mitleidsdaumen dafür, dass ich gerade nicht eine halbe Mio gewonnen habe und jetzt Nockenwellen gewonnen habe, glaube ich. Ja, für einen Honda Civic Type R aus dem Jahr 2015. Super Fahrzeug, Kapi. Ja, Leute. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wahrscheinlich mit der nächsten Time Trial oder mit irgendeinem weiteren Online-Rennen. Ansonsten gerne auch mal dabei sein bei den Manufacturers Cups Events. Ich hoffe, dass ich jetzt am Samstag das Road Atlanta Rennen, an diesem Samstag, also morgen für euch, mitnehmen kann. Seid auf jeden Fall auf Twitch immer wieder gerne dabei. Spätestens bei F1 23 geht es dann wieder richtig ab. Und trotz F1 23, ich werde auch versuchen, die Nordschleife-Rennen mitzunehmen am Mittwoch im Manufacturers Cup. Wir werden schon sehen. Werte Damen und Herren, merci fürs Einschalten. Bis dann. Tschö, tschö.